Hallo meine Lieben, auch heute gibt es wieder das Bandshirt des Tages im Musiktaxi, Hashtag BDT. Und vergesst wie immer nicht, Abo, Glöckchen, Daumen hoch, euer Support ist unser Benzin. Und los geht's! Das heutige Bandshirt des Tages ist von Powerwolf. Ja, ich weiß, einige von euch werden jetzt sagen, vor allen Dingen die ganz harten Metal-Fans, boah, das ist doch Kirmes-Metal, wie kannst du das hören? Oh nein, ah. Ich sage euch, die Jungs sind voll mein Humor. Und ich liebe sie einfach dafür, dass sie sich selber nicht ganz so ernst nehmen. Denn singende Vampirwerwölfe aus Armenien, die auf Latein im Stil einer katholischen Messe über ihre Morgenlatte singen, ist halt voll mein Humor. Nein, im Ernst, ich finde sie großartig, weil sie sich nicht ganz so ernst nehmen. Ich war schon auf zig Konzerten von den Jungs und es hat eigentlich nie enttäuscht. Und es ist irgendwie immer so eine Band, wo man sagt, die reißen live so richtig ab. Da ist die Platte ist schon ganz cool, aber man muss sie live gesehen haben. Ja, und es ist halt leider so, auch die Jungs leiden heftig unter Corona gerade. Sie mussten ihre Tour abbrechen, die sie zusammen mit Amona Marth gerade machen. Wenn ihr wollt, schaut mal auf ihrem Kanal vorbei, zieht euch mal die Musikvideos rein, denn die sind teilweise auch echt aufwendig gemacht. Und eine Story muss ich euch zu Powerwolf auch noch erzählen. Das sind schon auch sehr coole Fans, die da am Start sind. Ich war zum Beispiel mal auf einem Festival unterwegs und wir haben uns zusammen das Powerwolf-Konzert angeguckt. So ein super nettes Pärchen, die auch schon seit Jahren irgendwie Fans von der Band sind. Und dann sind wir hinterher zurück auf den Parkplatz gekommen und mein Auto ist nicht mehr angesprungen. Es ging nichts mehr. Es war mitten in der Nacht. Und was total süß war, die beiden haben gesagt, ey, wir lassen dich hier im Dunkeln alleine nicht auf den Abschleppdienst warten. Wir machen einfach ein Picknick neben deinem Auto. Das war echt saucool. Also, das Bandshirt des Tages ist heute Powerwolf. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was eure Lieblingsbandshirts so sind. Ihr könnt das gerne unten in die Kommentare tun. Ihr könnt uns gerne auch Fotos schicken an redaktion@musiktaxi.net. Immer her damit. Ich bin gespannt. Wir machen dann hinterher vielleicht einfach mal aus euren Lieblingsbandshirts ein Video. So long, bis zum nächsten Mal.